Wer japanisch essen möchte, ist beim Restaurant Morimoto in Zwickau an der richtigen Adresse. Das Lokal an der Hauptstraße ist jeden Abend voll besetzt. Was ist das Geheimnis vom Morimoto? Als es vorigen April eröffnet wurde, galten wegen Corona noch Einschränkungen. Gäste konnten ihre Bestellung entweder abholen oder liefern lassen. Seit September läuft dort ganz normaler Restaurantbetrieb. Die Gäste kommen nicht nur aus Zwickau, sondern aus dem gesamten Landkreis, dem Erzgebirge oder von noch weiter her. Sie alle wollen das Besondere an der japanischen Küche erleben. Auf der Karte stehen so viele Sorten Sushi, dass die Wahl zur genüsslichen Qual wird. Für Sushi braucht es ganz bestimmte Zutaten. Eine Grundzutat ist Reis. Er wird speziell zubereitet und gewürzt. Dazu kommt oft roher Fisch wie Lachs oder Thunfisch, knackiges Gemüse wie Gurke oder Paprika. Auch Avocado, Tofu, Ei und eingelegtes Gemüse sind beliebte Zutaten. Fast immer mit dabei ist Nori. Das sind geröstete Seetangblätter. Der Besitzer des Morimoto, Duang Do, steht selbst als Sushi-Meister hinter dem Tresen. Große und kleine Gäste sehen gern zu, wie er Sushi zubereitet. Uns zeigt er drei Sorten. Zuerst die einfachste Rolle, Maki mit rohem Lachs. Das hier wäre eine Inside Out. Da ist das Reis ein bisschen dicker aufgelegt. Da kennt verschiedene Sachen. Also bei Maki ist es meistens üblich, dass nur eine Zutat drin ist. Bei den größeren Rollen, bei den Inside Out, bei den unseren Special Rolls sind meistens zwei bis drei Zutaten drin. Das sind Special Rolls. Wir nennen die Special Rolls, weil das sind immer bestimmte. Wir haben noch, kriegen noch viel Soße ab. Extravagante Zutaten dazu. Unverzichtbar für Sushi sind extra scharfe japanische Messer. Bevor es serviert wird, richtet Duang Do das fertige Sushi kunstvoll an. Auf der Platte finden sich Nigiri, Maki, Special Rolls und in Tempura-Teig frittiertes Sushi. Dazu gibt es eine grüne, scharfe Paste namens Wasabi, eingelegten Ingwer und geriebenen Rettich. Gegessen wird Sushi mit Sojasauce. Könner benutzen Essstäbchen. Das ist im Morimoto aber kein Muss. Na dann, guten Appetit! Oder auf Japanisch, Itakakemasu!